sehr schnell dann auch. MP, danke. Bist du ready? Ja. Ja, ganz easy, mein Freund. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von All In. Wir sind hier in Borken im Studio von MP Beats, ist richtig ausgesprochen. Genau, MP Beats. Aber nicht mit MP Beats, sondern mit DJ Lil Quice. Aber der müsste eigentlich den meisten Leuten da draußen, also euch, auch bekannt sein schon. Auch schon relativ lange dabei, ne? Ja. Ja, relativ lange. Relativ, ja. Wir fangen am Anfang immer so ein bisschen an und stellen den DJ so ein bisschen vor. Okay. Also als erstes wäre natürlich ganz nice so Lil Quice. Warum Lil Quice so? Die Frage, die wird mir echt so oft gestellt. Ja. Warum Lil Quice? Also ich sag mal so, vor 27,5 Jahren, sag ich mal. 27,5 Jahren? Nein, also wirklich, ich war 12. Es gab da so ein Windows-Programm früher, sag ich mal. Ja. Da konntest du eintippen, da war irgendwie so eine Frau, die hat irgendwas vor sich her geredet, sag ich ja. mal. Achso, du hast was eingegeben und die hat genau, das ausgesprochen. Genau, ich hab irgendwelche Namen eingegeben und dann, ich weiß nicht, wie ich auf Quiz kam. Ja. Also erstmal Quiz ohne okay. E, ne? Okay. Hat die Dame dann gesagt, DJ Quiz, so. Und ich so, ja. Warte mal, mit 12 Jahren? Mit 12. Wolltest mit du 12. DJ werden? Nicht wollte ich DJ werden, aber ich kam in diese Schiene rein. Ah, so, krass, okay. Ne? Für Musik habe ich mich schon ewig interessiert, sag ich mal. Krass. Damals noch Pop und ja. was da alles gab. Ja. Und habe ich DJ Quiz eingegeben, sag ich mal. Ne? Und ja, hat mir nicht gefallen, sag ja. ich. Ne? Ja, ja, ja. So, und habe ich einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich auf dieses E gekommen bin. Habe ich E eingetippt, dann sagt DJ Quice. Ich so, wow. Das hört sich nice an. Ja. Ich war 12, ich war ein kleiner Knirps. Ja. Ne? Ja. Daher das Lil, sag ah, ich. Okay. Und dann DJ Lil Quice. Ich so, boah. Ich so, hört sich nice an. So, ja. ne? Es gab ja irgendwie DJs mit Alphabet von A bis Z. Ne? Ja. Und ich wollte halt jetzt nicht so einen Namen. Ich wollte sowas Spezielleres. Ne? Und, ja. ne? und so entstand dann mein Name, DJ Lil Quice. Und krass, mit seitdem ich das habe, ne? Mit 12. Ja, hast du auch nicht mehr geändert, natürlich dann, weil der Name stand dann. Ich wollte es damals immer ändern. Ja. Ich wollte halt quasi dieses Lil wegmachen. Einfach okay. nur DJ Quice. Ne? Ja. Hört sich auch ein bisschen erwachsener an, ja. sag ich mal. Ne? Aber viele haben dann gesagt, nein, lass das Lil, das hört sich cool an. Ah, weil so, du ne? schon, die kennen dich dadurch. Genau, weil die mich dadurch schon kannten. So, ne? ja. Klar, ab und zu sage ich auch in den Clubs am Mikrofon DJ Quice oder ja. Lil Quice. So, ne? ja. Aber im Endeffekt heißt es Lil Quice seit ja. geraumer Zeit. Ne? Ja, also genau. quasi seitdem du 12 bist. Dann richtig, krass. Seitdem ich 12 bin. Und ja. wie ist das entstanden, dass du dir dann schon einen DJ-Namen so gesucht hast? Hast du da irgendwie irgendeinen DJ mal gesehen? Oder? Also nein, es gab mal so... an der Stelle muss ich sagen, hier DJ Beatmaster Chris. Ne? Direkt erstmal Props in den genau. ersten Grüße, 5 Minuten rum. Grüße an Chris. Mein Bruder, der ist 7 Jahre älter als ich und ja. der war damals schon auf Partys und okay. der kannte halt den Chris. Ne? Hat immer Musik von denen damals bekommen und so. So war das ja früher in der Szene. Man hat immer seine Tapes gerne abgegeben. Ja. Ne? So und dann hat er sich einfach mal im Katalog, da war für damals, ich glaube, war, ich weiß nicht, ob das schon ein Euro war, 150 Euro oder 150 D-Mark ja. damals, ne? Hat der einfach einen Reload-Mixer bekommen, so ein Zwei-Kanal-Dinge mit Mikrofon und mit Kopfhörer. Für 150? Damals, ja, okay. für 150. Ja, das waren so Billig-Dinger ja. halt, ne? Ja. Und hat er damals halt gekauft und hat er sich da hingestellt und mein Bruder war schon auf Hip-Hop, auf R&B und Jam-FM, die ganzen ja. Mixtapes, ja, ja, ja. die ganzen Crooklyn Clan, Fatman-Dinger. Ja. Ich hab halt immer gesagt, was ist das für ein Geschrei? du hast doch, wann hast du gehört? Pop noch Radio, so genau, Radio. Genau, ich war so auf MTV, so. Auf MTV Hits und keine Ahnung, da lief noch ja. Britney Spears und boah, ja. ich schlag mich tot. So, ja, ne? ja. so und er ist immer, yeah, hör Hip-Hop, hör R&B. Ich so, Mann, was ist das für eine Scheiße? so, ne? okay. Irgendwann kam der halt mit diesem Mix an, ne? Und wir haben keine Platten gehabt, keine Plattenspieler, keine CD-Player. Was hatten wir? Wir hatten Mini-Displayer. Ich weiß nicht, ob okay. du den noch kennst. Disc, also Mini-Disc. Das sind so kleine Discs, sag ich ja. mal. Die tust du rein und die kannst du aufnehmen, kannst du löschen, okay. so viel du wolltest. Ich glaube, das ist schon... Das ist ziemlich weit zurück. ja. so, ne? ja. so, jedenfalls, dann hat mein Bruder halt von Chris damals immer die Musik bekommen. Und wir haben halt so ein Mischpult gehabt und wir haben halt dann 3 Mini-Displayer gehabt. So, und okay. ich habe mir dann wirklich immer aufgeschrieben, so ich habe mir die Songs angehört. Welcher Song hat ungefähr dieselbe BPM-Geschwindigkeit ja, wie der andere? Ja, so, ne? dann ist ja heute so einfach das mit Serato. Heute und mit, früher... Boah, was heute nicht alles gibt, so, ja, ne? Aber früher, erzähl da, hast, euch, ja. da hast du dir richtig Mühe gemacht. So, und ein Mini-Display da, ein ja. da, die ganzen Songs aufgelistet, welcher Song hat ungefähr dieselbe Geschwindigkeit. Oh, krass. So, und dann alles aufgeschrieben und mit dem dritten alles aufgenommen, sag ich mal, ne? Und
dann nach Reihe Play gedrückt, aufgenommen und dann den anderen musst du wirklich haargenau auf Play drücken. Ja, wollte gerade sagen, wie hast du die... Also Bildchen konntest du nicht, ne? So, Bildchen konntest du nicht, du hast Play gedrückt. Scheiße. Und das, da ging erstmal so lange Zeit rum. Ja, wie viele Versuche musstest du machen, genau, bis ne? das bis sauber du, war? Bis du das wirklich drauf hattest, dass du wirklich auf Point Play drücken konntest, ne? Und so fing das dann halt an, die Übergänge hinzubekommen, sage ich mal, ne? Ah, du konntest aber auch Bässe und so weiter rausdrehen. Ja, ich hab ja den Mixer gehabt, den kleinen, so, ne? Er hat ja Bass und Treble und alles drum und dran, so, ne? Und so habe ich dann die ersten Mixtapes gemacht, so mit 12, ne? Oh, krass, so, ey. Und dann hast du wirklich alles aufgeschrieben und sowas? Alles, was passt ich gut? Ich war ein kleiner Knirps, ich habe Zeit ohne Ende gehabt, so andere, andere sind Fußballspielen gegangen, ich auch ein bisschen, ne? Aber für die Profikarriere hat es jetzt Profikarriere, da hatte ich andere Interessen. Ja, gehabt, so, ne? So Musik war und ist halt meine Leidenschaft und das fing halt dann so an. Wie gesagt, so habe ich dann halt meine Tapes gemacht mit 12 und ich war halt Musikverrückt. Egal woher, Jam FM, rauf und runter. Und damals, boah, Alter, da haben wir noch so Kassettendecks gehabt. Ja. Da konntest du Kassette reintun und dann mit den Boxen hast du am Fernseher dran geklemmt und dann auf Play und Record gedrückt, so weißt du. Hast und dadurch alles aufgenommen, so, ne? Und dann mit Kassettendeck und Mini-Display hast du das auf diesem Mini-Display aufnehmen können. Krass. Und weil auf diesem Mini-Display war auch geil, du konntest in diesem Mini-Display cutten. So, du konntest diese Minuten rausschneiden, hast du Anfang und Ende die Übergänge von Jam FM damals weg gehabt, sondern und nur noch diesen Song. Und so alles dann halt zusammengeschnitten. Ne? Wow. Das war Arbeit. Arbeit ohne Ende, glaube ich. Ich sag mal so, wenn die DJs heute mit dieser ganzen Technik, die sie heute haben, das gemacht hätten, was wir früher gemacht haben, oder ich zum Beispiel früher gemacht habe, ohne diese Technik, so viel Zeit investieren, glaube ich. Aber du warst jung, du hast nichts anderes tun gehabt. Ja, klar. Ne? Musst nicht arbeiten mit 12 und keine Ahnung. Ja, das ist das halt, ne? Also du hast halt einfach Zeit und die Frage ist, woran investierst du? Richtig, dann Schule, nach Hause lernen und dann hast du Zeit satt gehabt. So, ne? So fing das an. Ja, krass. Schritt für Schritt. So sind wir eben wieder zu deinen ganzen Anfängen gegangen. So, lass mal ein Stück weitergehen. Ja. Wie du dann so in die Clubs gekommen bist. Das ist immer spannend für die Leute, weil voll viele DJs fragen immer, ey, wie komme ich eigentlich in die Clubs? Ja. So, aber jetzt haben wir natürlich eine andere Zeit heute. Ich denke mal, dass du das nicht als Tipp verkaufen kannst, sozusagen. Nein, das aber nicht. Aber du kannst erzählen. Genau, man kann mal erzählen, wie das vor 100 Jahren war. Und zwar, wie bin ich in die Clubs gekommen? Da, das, wie gesagt, das fing da an mit 12. Die Musik geschnitten, die so nice. Und dann damals in der Schule an Kollegen verteilt und ey, gib mal Kassetten. Früher die Autos, die hatten ja nur Kassettendecks. Und so, ne? Weil vom Mini-Display haben wir auch auf Kassetten aufgenommen und alles. Alles abgegeben und ich weiß noch, damals, das war glaube ich in der 9. oder in der 10. Klasse, da war halt ein Kollege von mir, den grüße ich jetzt auch mal, weil der grüße ich jetzt auch bestimmt an. Hamed Reza, Pura Galali, aka DJ HRP, ganz früher so Black Diamonds Crew und was ich jetzt da alles gab. Ja, ne? Ja. Und er immer so, ey Bro, mein Cousin hat einen Club, komm mal auflegen. Ich hab immer gesagt, nein, Mann, nein. Das war damals in Mal. Ja. Das ist von Borken 35 Kilometer oder so, aber für mich damals die Welt. Ne? Wie kommst du hin, wie kommst du zurück? Ja, sicher, und stimmt. Hast keinen Führerschein, keine Chance. Das erste Mal in einem Club war ich 15. Da durfte ich noch gar nicht rein in den Club. So, ne? Da war so früh, okay. So früh und ich wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Jedenfalls hat er mich dann damals so oft voll gequatscht, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, okay. So, und der Cousin damals, der war Resident in einem kleinen Club in Recklinghausen damals. Ja. Das hieß 4E's, ne, Black Beat Club oder so, keine Ahnung, ewig her. Ja. Jedenfalls einmal mitgegangen so und ich habe keine Ahnung, Platten habe ich erstmal gar nicht gehabt. Ich habe meine CDs gehabt, ich habe meine Minidisc gehabt, so, ich wusste ja nicht, was für Technik da war. Ja. Dann komme ich an und da waren da erstmal so CD-Player, so Denon. Ja. Wie heute Pioneer früher, diese CDJs waren es früher Denon, so komplett verschiedene Dinger. Ja, und dann leg mal auf. Und so, du hast vor Publikum, ich habe noch nie vor Publikum aufgelegt. Vor Publikum noch nie aufgelegt. Bevor ich da hinkam, waren wir mit der 10. Klasse damals in Spanien, Abschlussfahrt. Ne? Und dann hieß es damals so, ey, wir machen eine Party, eine Abschlussparty in dem Hotel, wo wir waren. Okay. So, ne? Und wer will immer egal, wahrscheinlich, und, hat der gesagt. Genau, und dann, wer möchte denn Musik machen? So, und meine ganze Klasse wusste damals, ja, Arthur, nie so
Der möchte gern DJ, so, ja. So hieß das früher so. Ja. Klar, mit 15, 14, 15, 10. Klasse. Ne? Ja, hat sich natürlich noch keiner ernst genommen. Genau, so, ne? Klar, und ja. Die Lehrer damals so auch. Ach, ja, hat sich lustig gemacht. Na, natürlich. Alles cool, ich hab's mit Humor genommen. Ne? Ja. Dann hieß es so, dann der Kollege, der mich halt gerufen hat in den Club, hat dann zu meinem Lehrer gesagt, ja, hier Atan kann das doch. Ne? Ja. Und der guckt mich an, möchtest du? Ich so, ja, warum nicht? Ja. Ne? Und ich habe da auch mein CD-Packet mitgehabt, weil wir haben unser Radio mitgehabt immer damals. Ne? Und da war ich ja wirklich erstmal in so einem Kellerclub, so vom Hotel. Und da waren verschiedene Klassen aus Frankfurt und unsere Klasse und keine Ahnung. Und ey, da, ich war so nervös. Ja, ich hab angefangen, Musik da zu machen. Da waren so normale Denon-CD-Player mit zum Pitchen. Ja. Play und Stop und Pitchen. Ne? Und damit habe ich dann angefangen und versucht, die Übergänge hinzukommen. Ja. Ein Lied nach dem anderen und so. Ne? Und ich sehe so Tanzfläche mal voll, mal leer, keine Ahnung. Und, aber ich habe dieses, was ich jetzt auch jedem sagen kann, so man braucht dieses Auge fürs Publikum. Mm. Ne? So, weil Musik alleine zählt nicht. Technik, Scratchen hin, her, so, du brauchst auch dieses Auge fürs Publikum. Ja. Und damals, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, ich habe einen Song reingemacht, so Tanzfläche nicht allzu voll. Und dann, ich sehe so ein paar Leute stehen auf, laufen Richtung Ausgang, ne, warum auch immer. Und dann weiß ich noch, habe ich damals einen Song von Justin Timberlake reingemacht, Like I Love You, war das, glaube ich, auch so. Und ich sehe die Leute, oh, drehen sich um, kommen wieder zurück und auf die Tanzfläche. Das war dieses Gefühl so, boah, so, du hast die Leute im Griff. Ja, ja, ja. So, du kannst entscheiden, ey, geh raus oder komm rein, so nach dem Motto, ne. Und das war cool so, und das hat mir gefallen. Und dann, wie gesagt, hat mein Kollege mich schon voll gequatscht, komm. Irgendwann bin ich mitgegangen, dann waren da halt diese Denon-CD-Player. Da war ich dann so wirklich vor Publikum so. Jetzt sind wir wieder in dem Club. Genau, jetzt sind wir wieder in dem Club so. In Recklinghausen. Recklinghausen, ja, genau. Nur eben, weil du gerade ein bisschen. Genau, ne? Ja. So, und das war wirklich so das erste Publikum, die freiwillig in dem Club gegangen sind. Ja. Da mit der Abschlussklasse, die mussten ja dahin so, haben nichts anderes vorgehabt, sag ich mal. Ja. Und da fing ich dann an in Recklinghausen damals, paar Songs zu machen. Nicht paar Songs, paar Stunden, sag ich mal. Krass. Ich fing an und der DJ sagte. Erstmal Grüße an DJ Double A. Er sagte damals, ey, mach mal weiter. So, ne? Da habe ich weitergemacht. Und ich habe diese Übergänge, also quasi, ich habe Rhythmus im Blut gehabt, sage ich. Ne? So, einige müssen sich das anlernen, die anderen konnten es halt direkt. Ne? So ein gewisses Talent kann man vielleicht sagen. Genau, ne? Und dann hat er gesagt, ey, hast du nicht mal Bock auf einen Job in Mal und so? Alter, ich habe keine Krass, Ahnung. Krass, also du hast dich gar nicht wirklich so, du hast gar nicht gefragt, sondern nix, die Leute sind auf dich zugekommen. Genau, ich habe einfach nur so, ich dachte mir so, ey, ist mal eine coole Sache so, ne? So, und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann hat er gesagt, ja, komm nochmal nächste Woche. Ich so, ja, okay. Aber die Geschichte ist jetzt so lustig. So, hau raus. Ich nächste Woche hingegangen, mein CD-Stapel, ich durfte ja gar nicht in den Clubs auflegen, so, ne? Ich meine, jetzt nach 35 Jahren kann man es sagen, so, weil verklang kann man eh nicht mehr. So. Jedenfalls, ich bin da hingegangen, an einem Freitag, war nicht so viel los und so. Und egal, ich habe drauf losgehauen, so, habe gemacht. Am Ende des Abends, ja, okay, war gut und so, ne. Und dann, das war am Freitag, am nächsten Tag, Samstag, ich habe weder Anruf bekommen, noch sonst irgendwas. Aber ich dachte so, hey, ich bin dabei. Okay. Wieder ab auf den Weg nach Mal an dem Samstag so. Ich stehe da, ich so, moin. Und alle verwundert so, ja, moin. Was will der hier so, ne? So, und ich war jung, 15, 16, so, ne? Ja. Hingegangen. Und die dachten sich so, okay, der ist schon hier. Ja. Komm, mach mal. Ja, geil, ey. Zweite Mal gemacht so, war besser als das, der Tag davor. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, komm mal nächste Woche wieder. Und dann bin ich nächste Woche wieder hingegangen und dann ging das immer so weiter. Und die Tage in dem Club, die waren halt nicht so voll. So, ja, ne? Okay. Aber je länger ich da aufgelegt habe und die Erfahrung gesammelt habe und die Songauswahl, dies und jenes, desto voller wurde der Club. Mhm. Und irgendwann war der Club freitags, samstags brechend voll. Krass, ist eine Bestätigung für deine gute Arbeit. Genau, ne? So, aber dann irgendwann, ne, habe ich halt damals mit den AA telefoniert und dann sagte der zu mir, ey, Alter, weißt du, dass du eigentlich am nächsten Tag gar nicht mehr hingehen solltest, weil du so schlecht warst? Aber dieses Gespräch, naja, war das viel, viel später dann. Viel, viel später so. Ja. Ja, aber dann kamen wir mal halt auf dieses Thema, der gesagt, ey, du warst so schlecht, der wollte eigentlich gar nicht mehr, dass du kommst, der Chef. Du bist einfach eiskalt hingegangen. Ich so, moin, hier bin ich.
Ich mach mal jetzt so, ne? Ah, geil, ey. Aber das, mein Glück war, dass der einfach gesagt hat, ja, okay, komm, du bist schon hier, mach mal so. Ja, ne? Ja, jeder andere hätte vielleicht gesagt, ey, sorry, ja, genau, das war nichts. Ja. So. Und ich glaube, hätte ich damals diese Sätze bekommen, ne, ich hätte, glaube ich, nie wieder weitergemacht. Krass, ey. Ja? Krass, wie entscheidend. Wie entscheidend, ne, richtige Zeit am richtigen Ort, ja, und der richtige Mensch, sage, ja, ich mal. Ne? Ja, das war ein, ja, Clubbesitzer, ja, der dachte sich, ja, komm, mach mal so. Ne? Das war ja quasi dann so der Start für deine Karriere. Das war der Start, weil, ne, das war einfach so geil. So, mir ging es nicht um, weiß ich nicht, um Frauen, ja, oder um Alkohol. Mir ging es einfach nur darum, Alter, du stehst irgendwo und du lässt die Musik laufen, die, ja, ja, du, ja, magst, ja, die, ja, du, ja, hören möchtest. Und die Leute, die feiern das. Genau, so, und du erreichst die Leute damit. Die Leute, die schreien nach jedem Übergang, weil die Songs damals, boah, damals, alter Primetime R&B, was haben wir für R&B aufgelegt, ja, damals? Ja, ja. Und die Leute, die haben das so gefeiert, Gene Wine und all sowas, ja, ne? Das war einfach nur so, wow. Ja, ja, so, ja, ja. Krass. Ist heute ein bisschen anders, natürlich vom Sound her, aber da kommen wir vielleicht später nochmal hinzu. Ja. Okay, ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen, sind wir so die Anfangs-Bio von dir so durchgegangen. Genau. Und ich habe dich auch schon mal gehört im Club und ich fand, dass du mega stark im Scratchen warst, also technisch auch sehr affin. Dankeschön. Und ich finde das immer spannend, so zu hören oder ja mal so den Hintergrund kennenzulernen. Wie hast du dir das beigebracht? Oder beziehungsweise was war auch deine Inspiration? So. Also wie habe ich mir das beigebracht? Beigebracht eigentlich sozusagen fast selbst. Ne? Ja. Weil ich komme aus einer Gegend hier näher Holland und weit und breit kein DJ. Ja. So weit und breit einfach kein DJ, wo ich sagen kann, ey, hast du mal Zeit, kannst, ja, du mir was, ja, beibringen und so. Das heißt, mir konnte das wirklich niemand beibringen. Ne? Und irgendwann halt Plattenspieler alles gehabt und das war einfach diese Faszination, du bewegst die Platte und du scratchst da so, das war einfach so genial, ja, ne, was man damit machen konnte. Ja. Und aber wie hast du das mitbekommen, dass man das machen kann? Oder hast du das selber entdeckt? Nein, oder? Nein, also ja, klar, Musikvideos mit, ja, DJs und YouTube, dies, ja, und das. So, ne? Und allein in den Songs früher von JamFM, die ganzen DJs, wie die mit Platten halt gescratcht haben. Ja. So, und weil ich nie dazu kam, so zu scratchen, weil ich ja nur CD-Player damals hatte und so, ne? Wollte ich unbedingt. Ich wollte dieses Scratchen, dieses Feeling und so, ne? Ja, ja, irgendwann habe ich dann halt Plattenspieler angeschafft und so, ne? Und dann ging es halt los. Dann ersten Scratch-Versuche, so, ich so, Alter, das sieht leicht aus, ja, als, ne, als gedacht, so, ja, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe mir dann halt immer selber beigebracht, so mit den Händen hin und her, die sind das erstmal halt, ja, diese ganzen Baby-Scratch, ne? Und hast du dann einfach Stunden gemacht und dieselbe, genau, Bewegung, oder wie? Ja, Stunden, ja, dieselbe Bewegung, weil der Mensch lernt halt, ne, wenn er irgendwas millionenmal macht. Ja, diese Muscle-Memory-Geschichte, genau, ne? Halt, ja. So, und halt immer diese Baby-Scratch, um, ja, erstmal überhaupt in den Übergang reinzukommen, ja, ne? Ja, ja. Scratchen in den Übergang und dann halt mit dem Crossfader gleichzeitig, weil du machst verschiedene Bewegungen, ja, ne? Ja. Die eine Hand, Koordination, genau, halt, ne? Du kannst einen fragen, ey, mach mal mit der Hand einen Kreis, ja, und mit der anderen Hand so Viereck, ja, so, ja, das kann keiner, das kann, richtig, ich auch nicht so, ja, ne? So, aber das ist halt beim Scratchen, du machst mit der rechten oder mit der linken Hand machst du eine Bewegung, mit der anderen Hand machst du eine komplett andere mit dem Crossfader, ja, ne? Und das war halt ziemlich schwer damals und also ich kann immer noch nicht sagen, ich kann alles, ich habe alles Scratches. Ja, nein, nein, aber auf keinen Fall, ich lerne immer noch dazu so. Ne? Das, ich glaube auch, da gibt es einfach gar kein Endstadium. Da gibt es so kein Endstadium. Du kannst, ne, immer weitermachen, genau, immer mehr, ne, lernen kommen. So, musst. Und so habe ich mir das halt beigebracht. Immer langsam angefangen und dann bei YouTube Scratch-Namen, Urban Scratch, keine Ahnung, was da alles gibt, so, ja, eingeben und dann, ey, das machst du so und so. Und mit der Zeit habe ich das mir dann halt beigebracht. Ja. So, und ich kann auch nicht jeden Scratch perfekt. Bei mir ist das so, zum Beispiel, wenn ich jetzt erstmal im Club irgendwo bin und ich bin der Erste, der da ist, zum Beispiel, ja, ich wärme mich vorher auf. Ja. Ich fange an zu scratchen, dies und, ja, das. Je mehr ich mich aufwärme, desto mehr habe ich die Dinger drauf. Ja. So, also. Ja. Und, aber klar, in einem Club darfst du nicht ja permanent scratchen. Nein, die überhaupt Leute gar sagen nicht. Auch so, ey, komm, Alter, machen wir den nächsten Song. Ja. So. Aber halt so ein bisschen für Show, sage ich mal. Ne? Ja. Und, aber das Allerwichtigste für mich war halt, diese Scratches drauf zu haben, dass, damit du in den Übergängen reinkommst. Ja. Ne? Das ist das Allerwichtigste. Du bist ja auch flexibler, ne? Als wenn du nur reines Beatmatching machst. Genau. Du kannst auch mal cutten, genau. Ne? Und ne, früher habe ich dann halt nur den einen Scratch drauf gehabt, um in den Beat reinzukommen. So. Und dann dachte ich mir irgendwann, Alter, immer dasselbe. So. Ja. Ich muss mal einen anderen Scratch üben, um in den Beat reinzukommen. Ja. Und so weiter. So habe ich mir halt ganz viele beigebracht, sage ich mal. Ne? Und ja, aber ausgelernt bin ich noch, nee, lange nicht, noch lange nicht. Nee, da gibt es noch so viel. Ja, ist normal. Also da kommen ja auch immer wieder neue Sachen so. Ja, also, klar, klar.
Das ist schon heftig. Aber wie bist du dann genau vorgegangen? So, hast du dann gesagt, okay, ich weiß auch nicht, in welchem Alter hast du? Weißt du ungefähr, in welchem Alter du angefangen hast? So? Mit dem Scratch? Ja, so, also kam das erst viel, viel später oder war es so mit 18, 19 dann? Oder? Also ich sag mal so, das kam mit 18 circa, ja, mit okay. 18, 19. Da fing ich dann damals in Dortmund an aufzulegen, im Prisma. Ah, ja, ja. Mit meinem Kollegen DJ Sim. Grüße an DJ Sim. Ja, ne? Ja, den muss ich auch noch in den Vlog kriegen. Aber ja, den kriegst du auch noch. Den kriegst du. Ja. Den kannst du auch noch catchen. Ja. Ja, und halt im Club Plattenspieler, dies und das. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, in diesen kleinen Clubs, wo ich damals angefangen habe, CD-Player oder halt diese Denon CD-Scratcher, sag ich mal, hast du ein ganz anderes Feeling. So. Platten sind halt einfach viel größer und. Ne? Und. Dann hast du dir halt Plattenspieler irgendwann selber gekauft. Und genau. Hast du dann dir, sag ich mal, ein Ziel gesetzt und gesagt, ich versuche jetzt jeden Tag eine Stunde zu trainieren, oder war das? Nee, so? Zeit hatte ich gar nicht im Kopf. Ah, okay. Ich kam von der Schule mit alles Lernen. Weg. Lernen habe ich ja erstmal komplett nach hinten verschoben. Ja. Tasche weggeschmissen, an den Plattenspieler dran, Kopfhörer auf, war noch nicht mal Kopfhörer, Boxen angeschlossen gehabt und dann ging es los. Ja. Und du hast mich halt den ganzen Tag. Hast du die ganze Zeit nur Musik gehört? Und unsere Nachbarn von unten mit Besen, ey, hör mal auf da oben. Ja. Wir haben, war alles scheißegal, ich habe einfach losgelegt. Und das jeden Tag. Ich habe mir nicht gesetzt, boah, ey, jetzt mache ich eine Stunde und morgen eineinhalb Stunden. Ja. Solange es geht, habe ich. Feeling einfach so, einfach wie die, du Bock hast. Genau, die ganze Zeit, ne, bis ich irgendwas konnte und nach Monaten vielleicht konnte ich irgendwas. Ja. Dann den nächsten Scratch. Ja. So, ne? Dann den anderen wieder ein bisschen verlieren, dann den anderen wieder gemacht und so weiter. So, ne? Ja, ist auf jeden Fall krass, ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst. Ich finde es auch mal ganz spannend, so wie das so alles ein bisschen privat abläuft. Also, wenn du das jetzt nicht möchtest, können wir es einfach skippen. Ich bin offen für alles. Okay. Einfach. Du hast dann ja quasi deine Schule irgendwann beendet. Genau. Und hast du dann nur vom Auflegen sozusagen, also hast ja schon Geld verdient damit, ne? Gehe ich von aus. Ja, ja. Dann hast du dann nur vom Auflegen gelebt oder hast du noch eine Ausbildung gemacht und wie hat sich das so entwickelt? Also warst du dann selbstständig oder hast du immer parallel noch einen festen Job gehabt? Bei mir war es immer so, ich war entweder in meiner Schule und habe dabei aufgelegt oder ich habe gearbeitet und habe dabei aufgelegt. Du hast ja gesagt, dass du ganz früher eher so, also mit 12 oder 13 hast du so Pop gehört. So. Genau. Dann kam irgendwann der Hip-Hop-Einfluss dazu. Richtig. Und jetzt hast du ja auch, ich sehe das immer bei Facebook und da wollte ich sowieso mal fragen, was so dieses Illyrian oder... Illyrian heißt Illyrian. Es. Illyrian, ja. Das ist ja nicht eine reine Hip-Hop-Veranstaltung, oder? Nein, das ist also, eine albanische Veranstaltung. Ja. Die haben wir jetzt Freitag, seit vor 7 Jahren ins Leben gerufen. Krass. Ne? Und das ist eine albanische Veranstaltung und es kommt immer drauf an, so wir haben keinen festen Club. Ja, ne? Wir sind mal hier, mal in Dortmund, mal in Düsseldorf, dies und jenes. Und je nachdem, wo wir sind und uns Hallen zur Verfügung stehen, habe ich dann meine Hip-Hop-Halle. Ah, okay. Ne? Das bedeutet, ich lege dort auf, wie ich woanders auch überall auflege. Ah, okay. Hip-Hop, R&B, Trap, Dancehall, so. Ne? Okay, ich dachte, du spielst dann auch albanische Musik. Also, albanische Musik wird dann auch gespielt, aber halt das, was inne ist. Dieses albanische Hip-Hop, diesen albanischen Dancehall, so. Ja. Weißt du? So, das ist das, was ich mache. Und wenn wir jetzt einen Laden haben, zum Beispiel, wo wir wirklich nur eine Halle haben und wir alle DJs dann von unserer Crew in der Main Area sind, dann hat jeder sein Part. So. Ja. Ich mache dann halt das, was ich sonst immer mache. Ah, okay. Der andere DJ macht diesen Part, der andere DJ diesen Part und ne, so kombinieren wir das gut. Ja, haben dann halt unser Konzept so. Ne. Ja. Da bist du auch Resident dann von Anfang an dabei? Seit der ersten Stunde. Boah, krass. Ne, hat man mich damals gefragt, ey, soll man nicht sowas machen und so und dann ging es halt los. Ja. Ne? Seit der ersten Stunde halt dabei und hat sich sehr gut entwickelt. Ja, auch die albanische Musik in der Szene hat sich sehr gut entwickelt, so. Es wird Mainstream-lastiger. So. Ja. Also immer mehr Leute kommen auf diesen Geschmack und finden das cool. So. Ganz früher, also wenn ich jetzt gesagt hätte, ganz früher, ey, ich leg mal ein, zwei albanische Songs im Club auf, so, ne, dann hätte man mich erschossen. Ja. Käme nicht so gut an wie heute Albanisch vielleicht. So, ne? Ja. Also, aber heutzutage, du hörst ja Holländisch im Club, du hörst, klar, Ami-Sachen, Französisch, Deutsch, ne, was da alles gibt. Und wieso nicht auch Albanisch, so verstehst du? Wir werden immer internationaler, dadurch, dass auch durch das Internet und so weiter, Spotify. Und,
ganz viele DJs, die ich auch kenne, die nicht Albaner sind, sag ich mal, und in nicht albanischen Clubs sind, nicht albanischen Veranstaltungen, die legen trotzdem albanische Sachen aus. So, ne? Was ich auch ziemlich cool finde, so kommt meine Nationalität auch verbreitet da in den Clubs rein. So, ne? Also ich finde das eine coole Sache auf jeden Fall. Ne? Wo bist du denn sonst so unterwegs? Also hast du noch Resident-Clubs und so weiter? Oder? Also Resident bin ich halt nur bei dieser Illyrian. Ne? Das ist meine Stammveranstaltung, wo ich immer bin. Und wir ziehen auch, wie gesagt, durch die ganzen Clubs wie Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bielefeld. Und da bin ich halt auch immer dabei. Und dann halt auch andere DJs, die mich dann buchen, die man jahrelang kennt oder Veranstalter. So, ne? Genau, und ich habe ja gerade schon mal angekündigt, so, dass ich mit dem Prada mit einiges zu tun habe. So. Ja, der und da habe ich dem natürlich auch erzählt, weil ich ja weiß, dass du teilweise auch mit ihm zusammengearbeitet hast. Schöne Grüße an Prada erstmal. Ja, genau, von mir natürlich auch. Und der wollte wissen, oder ich sollte von ihm aus fragen, oder er hat sich gewünscht, dass ich frage, was du zu, also wie du die Hype-Partys fandest, so, weil du hast ja auch viel aufgelegt und so. So ein paar Worte darüber verlieren. So. Die Hype-Partys. Das waren auch legendäre Partys, also die haben wir... Also kannst du ruhig ehrlich antworten, ne? Ja, wenn die Partys, Also ich sag mal so, wenn die Party scheiße gewesen wäre, wäre ich vielleicht einmal da gewesen und das wäre es gewesen, ne? So, aber nee, ich habe mich halt immer gefreut, wenn Prada mich angerufen hat, ne? Und bevor überhaupt die Hype entstanden ist damals, wie ich Prada kennengelernt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Das ist auch 75 Jahre her und... ne, damals hat er mich dann angerufen, hat er gesagt, ey Quais, hör mal zu, wir wollen eine Party hier starten, die heißt Hype und keine Ahnung. Und so ein Konzept, bist du dabei, so, weil ich will dich dabei haben, weil du spielst coolen Hip-Hop, geile Sachen. So. Also ich war jetzt nicht wirklich immer so der Mainstream-Typ. So. Ja. Ich war jemand, der hat sich immer getraut, irgendwas zu machen, so, was andere nicht gemacht haben. Ja. Ne? Und dafür hat er mich geschätzt damals, ne, soweit ich mich erinnern kann. Hat gesagt, ey, genau deswegen will ich dich hier haben, so, ne? Da habe ich auch sofort gesagt, ey, ich bin dabei und so. Und dann kamen die ganzen Hype-Partys mit AK, mit DJ Sim und boah, was weiß ich, wer alles da war. DJ Flader, DJ Farouk, der damals von K1, DJ war und. Ne, und immer in Krefeld damals zu machen, ehemalige Königsburg. Und Die gibt es jetzt auch gar nicht mehr, ne? Also die Königsburg, die gibt es, glaube ich. Haben die da nicht abgerissen? Verkauft, abgerissen. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ne? So, aber mit der Hype sind wir auch ein bisschen rumgezogen in verschiedene Clubs, sag ich mal. Ne? Aber das waren echt Partys, so, da haben wir die Sau rausgelassen. So, da verfloss Champagner, da floss alles und die Musik. Und ich weiß noch einmal mit Craig T, der war auch mal da gebucht. Und wir haben den Laden einfach auseinandergenommen. Das war krass, du. Die Leute haben das gefeiert, so, weißt? Und das waren diese Hype-Partys, die einfach mega abgegangen sind. Ne? Wenn du wusstest, Alter, Hype ist nächste Woche in Krefeld, da war, glaube ich, die ganze Stadt war da. Krass, Alter. Ja, Königsburg ist auch riesig, oder? Königsburg ist riesig. Wie viel hattet ihr so da an Leuten, weißt du da ungefähr? Der Laden war voll, du konntest echt nicht mehr laufen. Ob du zur Toilette gegangen bist, hast du erstmal Stunden gebraucht, sag ich mal. Ne? Krank. Und wieder und als DJ so, Alter, scheiße, ich muss eben auf Toilette, aber bis ich wieder hier bin, ne, ist schon nächste Woche so. Ja. So voll waren die Partys. Ja. Das war über mehrere Etagen, ne? Ja. Der Laden. Unten alles voll, oben voll und das war halt damals die Hype so. Ne? Ja. Aber ne, jede Veranstaltung, jedes Event hat irgendwann mal auch ein Ende, sag ich mal. Ne? Aber dieser Abschnitt, der halt mega geil war, den hast du immer im Gedächtnis. Ja, du erzählst auch auf jeden Fall, du weißt auch genau, was abging. Genau, also hast du im Gedächtnis, hast du in Videos, hast du in alles noch so. Ja, ne? Ja, ja. Das war echt Prada, sehr geile Party. Jetzt, du hast gerade auch AK erwähnt, so Soul Sugar, da hast du auch eine Zeit. Ja, mit Soul Sugar. Fiel das in dieselbe Zeit so oder war das ein bisschen davor, danach so, um das mal ein bisschen einzuordnen? Das fing schon davor an, währenddessen und ich glaube danach auch noch. Ah, okay. Ja, also Hype kam irgendwo dazwischen so, aber ja. Ne, es waren halt so die DJs, die sich auch miteinander immer gut verständigen konnten mit Sim und mit Blackout, wie die alle... Ja. Die ganzen DJs, die da damals dabei waren, sag ich mal. Ne? History und. Ja. Und ne, das waren halt DJs, mit denen konntest du dich gut etablieren, sag ich mal. Ne? So, und die hatten ja auch einen krassen Namen oder haben immer noch natürlich einen krassen Namen. Ja, natürlich. Die Social Parties, die waren auch echt überall. So, ja. Ne? Und ich war auch auf sehr viel mit dabei, so, was mich auch damals stolz gemacht hat, so, weißt du, weil... Naja, Soul Sugar. Aushängeschild, brutal. Die Party so und ne, mein Name auch immer oft auf dem Flyer mit dabei und so. Und
habe ich auch so als Teil davon gefühlt, so ja. Zumindest in den Gegenden, wo die halt überall waren, so und ja. Ich immer dabei war. Ich war immer im Naked, glaube ich, auf einer. Kann das sein? Ja, im Naked. Naked waren die auch, ja. Ne? Ja. Ja. Er war auf jeden Fall auch heftig. Also da waren auch immer. Die hatten diese Roboter. Ja, genau. Yeah. Diese Robot. Laser-Robots. Ja, genau. Die heißen, genau, ja. Ne? Sehe ich jetzt gar nicht mehr. Sieht man jetzt heute auch nicht mehr so. Nee, ne? Ist nicht mehr so. Damals war es auch in. Ne? Ja. Ich finde auch immer spannend, so, du hast ja gerade auch nochmal gesagt, dass du jetzt zum Beispiel von Prada unter anderem wahrscheinlich waren es auch andere, die haben geschätzt, dass du einen etwas anderen Sound so spielst. Ja. Und wo hast du dann so die Lieder herbekommen? Also wo hast du die gesucht? Also hast du dann bei Soundcloud gesucht oder hast du dann noch spezielle Seiten so gehabt? Nein, oder? Also ganz ehrlich, als ich damals diese Musik gesucht habe, ich habe wirklich im tiefsten Dschungel von Google gesucht. Ja. Im tiefsten Dschungel. Da gab es auch Künstler, die haben halt ihre Musik preisgestellt, dass du die kostenlos runterladen durftest. For promotional so. Use. For promotion use only und sowas. Ja, ja, ja. Ne? Genau, und ich habe halt immer, also ich kann glaube ich von mir behaupten, ich habe wirklich einen guten Musikgeschmack, sage ich mal. Und diese Sachen, also ich wollte immer das dem Publikum geben, was ich auch selber geil finde, ja, was ich selber hammer, was ich feiern würde, so weißt du? Ja. So, wenn du dann einfach in den Club kommst und da läuft einfach ein Song, wo du denkst, Alter, was ist das für ein kranker Beat? Ja, so, ja, und du ja, kennst ja. diesen Song nicht, ne? Ja. So, und das, also auf diese Schiene habe ich mich dann so spezialisiert, Sachen aufzunehmen, wo die Leute einfach reinkommen und sagen, wow, Alter, krank, so weißt du? Ja, ist geil, ja. Und sowas halt einfach im tiefsten Dschungel von Google und konntest du nicht einfach mal irgendwo einen Namen eingeben und hast du überall aufgelistet bekommen, sondern musst du wirklich suchen. So 10., 20. Seite von Google und irgendwo da hast du was gefunden. Ja. So, ne? ja. Jetzt haben wir über deinen Musikgeschmack gesprochen und wo du den Sound herkriegst und so. Und jetzt wäre meine nächste Frage, würdest du sagen, also das ist jetzt eine persönliche Einschätzung von dir, die Leute sind heutzutage noch genauso offen für unbekannte Musik oder neue Musik, wie es damals war, dass ja, also ich finde, das ist ein Thema, was mega oft diskutiert wird und angesprochen wird und so. Ja. Vielleicht können wir das einfach mal hier auch mal im Ausdiskutieren so. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, weil so, ich lege ja immer noch weiter auf und in den Clubs, wo ich bin, also ich bin einer, ich traue mich viel so, ne? Und ich trau mich auch ältere Sachen zu spielen, bei einem jüngeren Publikum, sag ich mal so. Und du gibst einfach diese Musik ab, sag ich mal, und du achtest auf die Reaktion. Und, und das ist halt dieses Spezielle. Und wenn dann halt so ein DJ kommt, der wirklich einen anderen Sound spielt, aber der Sound auch trotzdem geil ist, ne? So, ich glaube, die Leute, die bedanken sich wohl dafür, weil heutzutage, früher sind die Gäste ja den DJs hinterhergegangen, weil er hatte halt die Musik und die Gäste nicht. Und wenn du dann halt so einen Sound auflegst, wo die Leute sagen, Alter, was ist das für ein Song? So, findet man den? Warum habe ich noch nie gehört? Ja. So, ne? Aber der trotzdem geil ist. Also ich denke wohl, die Leute, die feiern das. Ne? Mhm. Deswegen, ich rede auch oft privat mit vielen DJs und so oder auch Newcomer und so, wo ich den Leuten dann auch sage, Alter, spiel einen Sound, mach einfach. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Club irgendwo im Süden, es war auch halt so ein jüngeres Publikum und ich habe dann halt einfach in der Primetime Daz Band. Kennst du Daz Band? Ja, ja, Starship, ja. Diesen alten R&B-Song mit Big Ali Remix. Big Ali, der hat früher abgerissen. Alter, der Song, der hat einfach Power im Club. Ne? Und dann sagt der DJ einfach so zu mir, ey, Alter, wie traust du dich? Ja. Der so, ich hätte mich das nie getraut. Ja. Ich sag, Bro, du musst einfach machen, Alter. Ja, ja, du siehst die Reaktion, du kannst blitzschnell reagieren. Anhand heute Serato, dies und das. Früher mit Platten kannst du nicht, mit Original-Vinyl konntest du nicht blitzschnell reagieren. Ja. Heute geht das alles so. Ja. Du hast ein Auge drauf, du machst und du beobachtest das Publikum so. Und wenn du siehst, die Leute gehen ab, dann machst du mit Mikrofon mit und so. So verkaufst du auch dem jüngeren Publikum Oldschool-Sachen, die sie eigentlich nicht kennen, so weißt du. Ja. So, und das ist dieses Einfachmachen. Also, ja, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen und finde ich auch mega nice, dass du das praktizierst und noch machst. Wenn ich das so richtig rausgehört habe, ist das auch so eine Art, wie du das verkaufst, hast du ja gerade selber gesagt, oder wie du auch die Musik verpackst. Wenn du jetzt 10 unbekannte ältere Lieder spielst hintereinander und die Leute schon am Gehen sind und du trotzdem weitermachst, ist das wirst du wahrscheinlich nicht tun. Nein, genau. Ne? Also du musst halt einen guten Mix finden. So. Ich bin jetzt, wie gesagt, auch einer, nicht weil ich halt aus der Oldschool-Schiene komme, ich lege genauso viel Newschool auf wie jeder andere auch. So. Und wie gesagt, vielleicht auch zu neuere Sachen, die Leute vielleicht noch nicht kennen, sage ich mal. Ne? So, aber ich verpacke dieses Oldschool auch gerne, ne, weil alles, was heutzutage neu ist, kommt ja alles von dem Älteren. Ja. Das Ältere von früher kam noch von dem Älteren. Wird das gesampled, heißt, alles wird gesampelt. Ja. So, ne? Ist alles wie ein Kreislauf. Ne? Und ich finde es cool, wenn dann DJs auch so
Oldschool-Sachen mit reinbringen, ein, zwei geile Lieder, die Leute drehen durch und dann switch rüber zu einem New School, wo das New School vielleicht gerade von diesem Oldschool kommt, kann man immer geil rüber switchen. Dann verstehen die Leute, ah krass. Genau, der Song, der hört sich an wie der andere so, weißt du so, aber nur der andere war halt älter so, ne? Und deswegen kann ich auch jedem sagen, Alter, vernachlässigt das Oldschool nicht so, weil es gibt immer noch geile Sachen, die auch bei jüngerem Publikum ankommen so. Ja. Und das muss man auf jeden Fall mitnehmen, so. Ja. Mit dem jüngeren Publikum mitgeben, sag ich mal. Ne? Ja, nice. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Nice. Hast du noch irgendwie Freestyle-mäßig spontan irgendetwas im Kopf, was du einem ganz jungen DJ, der jetzt gerade vielleicht anfängt, so, der jetzt so die Basics drauf hat, hast du da irgendwas, was du dem so mitgeben würdest, so, was du dem sagen würdest? So? Also du hast ja gerade zum Beispiel, hast du ja schon gesagt mit der Track-Auswahl natürlich, dass du dich vielleicht so ein bisschen unterscheidest. Ne? Genau, also ich krieg auch immer so oft die Frage zum Beispiel, ey, in welchem Genre ist der Typ gut, so, ne? Oder ein anderer DJ fragt einen anderen DJ, ey, über Quiz so, kann der gut Dancehall oder so, keine Ahnung, ne? Und ich kann immer selber sagen so, Alter, konzentrier dich auf jedes Genre. Ja. So. Mach geilen Hip-Hop, mach geilen R&B, vernachlässige Dancehall nicht, so, ne? Auch so Mainstream-Sachen, Alter, in jedem Club, so wenn du mit Crazy Love von Beyoncé ankommst, du reißt den Laden ab, dann gibt's andere DJs, Alter, will ich doch niemals spielen, so ein Schrott, das ist kein Schrott, Alter, so, das sind einfach coole Sachen, du musst dich halt auf jedes Genre spezialisieren können, so, ne, das heißt, du musst Ahnung von Trap haben, von Dancehall, von Reggaeton, von, keine Ahnung, internationalen Sachen, so, ne. Das bedeutet, du bist dann halt flexibel und kannst überall mitspielen. Du kannst, man sagt nicht, ach, der kann nur Dancehall. Ja, also dich breit aufstellen sozusagen. Genau, weil ne, ich habe auch einige DJs im Kopf zum Beispiel, die legen wirklich den ganzen Abend permanent nur Mumbaton auf und so. Mumbaton ist jetzt für mich keine Musik. So. Mumbaton ist halt einfach so geremixte Sachen, so weißt du, und das permanent, ich lege auch Mumbaton auf, aber auch wirklich so zwei, drei Songs, dann weiter mit Dancehall und so, weißt du. Aber permanent nur diese Schiene zu fahren, permanent nur Dancehall zu fahren, finde ich meiner Meinung nach, ist ein bisschen eingeschränkt. Ja. So. Es kommt drauf an, klar, wenn du auf einer Dancehall-Party bist, dann legst du halt den ganzen Abend Dancehall auf. Wenn du jetzt in einem normalen Laden bist, wo du wirklich alle paar Stunden irgendwas wechseln musst, und ich sag auch so, wenn du bei Dancehall bist, dann zieh erstmal ein bisschen die Dancehall-Schiene durch. Zwei Dancehall-Songs aufzulegen, fünf Hip-Hop, dann zwei R&B und so, ist ein bisschen durcheinander, so weißt du? Immer schön konstant Dancehall, dann bist du bei Trap, dann bist du bei Hip-Hop und so weiter. So, weißt du? Also sich breit aufstellen, das ist so der Tipp. Weil sonst, damit die Leute auch nicht durcheinander kommen, sag ich mal. Ne? Weil wenn du zwei Dancehall-Songs auflegst, die ganzen Frauen gehen auf die Tanzfläche, dann kommst du direkt mit Trap an, so, was gar nicht zu Dancehall gepasst hat. So, dann hauen die wieder ab und dann hast du nur ein Hin und Her, so, weißt du. So, und ich gebe auch immer jedem den Tipp, so immer dieses Auge für Publikum. Also bei mir ist das so zum Beispiel, wenn ich am Auflegen bin, und ein DJ muss immer schielen, so. Der schielt mit einem Auge auf seinen Laptop, so, welcher Song kommt als nächstes, und mit einem Auge auf die Tanzfläche. Bei mir ist das so, wenn ich sehe, so zwei, drei oder vier Leute gehen schon weg von der Tanzfläche, diese Leute versuche ich wieder zu ziehen. So, dass die Tanzfläche immer konstant voll bleibt. So. Ab und zu musst du auch so Sachen auflegen, damit die Leute was trinken gehen können, sich ausruhen können. Also, du gehst hoch, dann hast du oben erstmal eine Menge Zeit an Power. Und irgendwann musst du halt wieder ein bisschen runtergehen. So, ich bin jetzt, also ich rede jetzt von mir, ich bin kein arroganter DJ, der sagt, ey, nee, ich komme nur Primetime. Wenn man sagt, ey, Quest, hast du dann und dann Zeit, bla bla, ich komme und es gibt auch genug andere DJs, dann sagt er, ey, ist das okay, wenn du Vorprogramm hast? Kein Problem, Alter, mach ich hier Vorprogramm, so, ich mach dir Primetime, ich mach dir am Ende, ich mach dir den ganzen Abend so, wie man es halt möchte, wofür man mich halt bucht, so, ne? Ja, hast du noch sonst ein paar Fragen? Ja, natürlich. Aber wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich wusste nicht, dass du jetzt so schnell fängst. Schade. Ja, wieso? Wir haben dazu noch drei Fragen. Ich glaube, da kriegen wir noch mal 10 Minuten, dann sind wir schon sehr, sehr weit von der Zeit her. Die letzten drei Fragen, die ich immer stelle, das sind immer die Konstanten so. Und zwar die erste Frage ist, was war dein geilstes Erlebnis bis jetzt in deiner Karriere so? Das schönste Erlebnis vielleicht mit einem Gefühl verbunden oder mit einem Star zusammen irgendwas gemacht oder irgendwas, so was heraussticht. So. Also ganz ehrlich, jede Party ist individuell. Also du hast auf jeder Party irgendein Highlight, was du feierst. So, wo du am nächsten Tag sagst, Alter, das war krank, das war krass. Das, ne, sowas kann man sich gar nicht ausmalen, so weißt du. Dann wiederum kommt irgendeine andere Party, die übertrifft das wieder und so weiter. Ja. So. Also ich kann nicht sagen, boah, ich war jetzt mit den Star auf der Bühne.
Also, ich denke mir so, jeder DJ, jeder Star, das sind alles nur Menschen. So, ja. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie ein Lil Jon oder was weiß ich anhimmelt. So. Ja. Ich komme jetzt auf Lil Jon, weil ich mit Lil Jon zum Beispiel auch auf der Bühne war. Und das ist für mich auch einfach nur ein Star. So. Ja. Weißt du, einfach nur ein Mensch, so, der macht sein Ding, ich lege auf, ich mache mein Ding. Also Partys, wie gesagt, eine Party war geiler als die andere. Ja. Also es gibt immer irgendwas, wo die Leute so krass abgegangen sind. Eine Location, die so krass ist oder vor zigtausenden von Leuten und ne, also ich kann mich nicht wirklich festlegen, was war geiler als das andere. Okay. Ja, ja. Also ja, ist auch kein Problem. Jedes hat seine Qualitäten, sag ich mal. Ne? Ja. Nächste Frage, genau das Gegenteil. So, gibt es irgendetwas, was mega so negativ war, was du nicht nochmal erleben willst oder so? Wo vielleicht auch irgendein Newcomer von lernen kann, so was der vielleicht dann vermeiden kann. Aber irgendwas, was nicht so gut war? Boah, was nicht so gut war. Musst du auch nicht beantworten. Das ist echt schwer. Nein, was nicht so gut war, also es gibt immer Partys, die sind mal ein Flop. Ja. Das heißt, egal welchen DJ du holst, ob es ein Megastar-DJ ist oder sonst was, es kann immer was passieren, dass die Party floppt. Ja. Ja, so. Dadurch darfst du dich aber nicht runterkriegen lassen. So. Also ganz ehrlich, ich habe vor 20 Leuten aufgelegt, ich habe auch vor 2000 Leuten aufgelegt oder höher oder weniger, so weißt du. Du musst mit allem klarkommen. Ja, du darfst dich auf jeden Fall nicht dadurch runterkriegen lassen. Ja. Oh, scheiße, die Leute wollen mich nicht sehen oder sonst was. Hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, wir haben Partys gehabt mit, was weiß ich, Star-Größen und der Laden war noch nicht mal ein Drittel voll oder so. Also, so. Da darf man sich auf jeden Fall nicht drauf beruhen oder verlassen. So, ja, scheiße. Ja, verstehst du so? Ja, nee, das ist echt so. Die Erfahrung macht, glaube ich, jeder mal. Das ist einfach so, du gibst auch Vollgas und du denkst, ey, was ist hier los? Warum gehen die nicht ab? Genau, ne? Also so, ne, es gibt immer irgendwelche Gründe so. Also das hat nicht immer was mit dem DJ zu tun oder mit der Songauswahl oder so. Ja. Es gibt immer mehrere Faktoren, sage ich mal. Ne? Und was ich auch sagen kann, zum Beispiel heutzutage, wie gesagt, man legt mit Laptop auf, man legt mit Serato auf, dies und jenes. Und es kann immer irgendwann mal was passieren. Ja. Du hast Staub unter der Nadel, auf einmal dein Laptop switcht in den Relativmodus, wo auf einmal der Song, was weiß ich, zehnmal langsamer auf einmal ist, ne? Oder bei dem einen oder anderen, weißt, anhand der Kabel irgendwas geht auf einmal Laptop aus oder so. Ich bin einer, ich bleib da immer wirklich cool. So. Ja. Also ich fange an zu grinsen, so, weil ich weiß, so, es ist nicht meine Schuld, die Technik, dies und jenes, so, weil ne, ich bin jetzt da nicht am Kabel gekommen, hab den rausgezogen oder hab auf ausgedrückt oder so. Es kann immer irgendwas passieren, so, weißt du? Technische Probleme. Genau, technische Probleme. Deswegen sage ich immer, jeden DJ, bleibt cool. Ja. Fang nicht an, durchzudrehen. Ja, genau, ich weil auch, das sehen die Leute ja auch. Also, das sehen die Leute auch. Man so, muss aber cool bleiben, weil, ein bisschen lachen. Ne, so wie du auf der Bühne stehst und deine Aura rüberbringst, so sind auch die Gäste. Ja, wenn du als DJ permanent so, ich hab keinen Bock, scheißegal einstellen, so, richtig. Bla bla, dann ist das Publikum genauso zu dir. Ja. Aber wenn du auf der Bühne bist und aufheizt und cool drauf bist und immer am Lächeln bist und nicht diese arrogante Art, so, wer seid ihr, so, sondern immer schön lachen, immer cool drauf sein, so, weißt du, am Mikrofon mit den Leuten animieren und einfach mal Blödsinn durchs Mikrofon labern, die Leute, die feiern dich, so, weißt du. So, und deswegen, ich habe auch oft Situationen gehabt, klar, bei jedem kann irgendwas passieren, bei dem Kleinsten, bei dem Größten, so, anhand technischer Sachen. Und dann auch irgendwo mal was ausgefallen, so, und dann sehe ich, oh, am Durchrücken, so. Und ich gucke mir das so an, so, und ich lächle, so. Ja. Nicht, um ihn auszulachen, sondern um zu sehen, so, ey, guck mal, Alter, bleib mal cool, dann gehe ich hin, so, ey, chill doch mal, so. Und es gibt immer so Leute, die machen dann auch Spaß, buh, und fahren so. Und ich lache dann einfach so, weil ich weiß, gleich geht es so, so weiter und gleich nehmen wir euch auseinander, so nach dem Motto, ne? Und dann, ich so, ey, bleib mal locker, ein bisschen Kabel hier und her, und der ist schon voll am Zittern, ich so, nur weil es Publikum ist, chill mal, wir sind alles Menschen. Ja, ne? Kann jedem kann was passieren. Auf so. Jeden Fall. Ne? Deswegen einfach locker bleiben, mach deine Sachen, die du sonst immer machst, check nochmal die Kabel, die Sunenes, die Nadel, bla bla, und irgendwann läuft es so wieder. Ja, und dann haben die Leute auch wieder Spaß. Mega Tipp auf jeden Fall. Ja, also immer cool und locker bleiben. Dann läuft das schon wieder. Ich merke auch gerne, wir reden gerne so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist so. Ja, ist so. Letzte Frage. Ja, von mir aus. Letzte Frage und spannendste Frage für mich immer. Bitte. Ich meine, du bist jetzt auch schon was länger dabei und so. Ja. Aber hast du noch irgendetwas, was du unbedingt erreichen willst? Hast du so irgend so ein Ziel noch so, wo du sagst, ah, ich will noch irgendeine Produktion mal oder ich will mit dem zusammenarbeiten oder irgendwas? So, oder lässt du einfach so let it flow? Du machst einfach weiter. Also in erster Linie, klar, mache ich einfach weiter. Ja. Ne? Und ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, boah, ich muss unbedingt diese Red Bull Freestyle mitmachen oder gewinnen oder
klar, jeder hat sein Ziel, sag ich mal so. Für mich ist das Ziel schon längst erreicht, und zwar die Musik unter Mann bringen. So. Und weil das Ziel erreicht ist, bedeutet jetzt nicht, dass ich da aufhören muss. Nee. So, ne? Ich gebe die Musik immer trotzdem gerne weiter, weil Publikum wird älter, die gehen weg, neues Publikum kommt, die werden jünger, und den kannst du die Musik immer wieder verkaufen. Ja. Und es macht immer wieder Spaß, diesen Leuten die Musik zu verkaufen. Geil. Dadurch habe ich jetzt also in der Hinsicht kein Ziel, sondern ich mache immer gerne weiter. Ja. Klar, aber in anderer Hinsicht möchte ich auch produzieren, mache das auch, und einige Songs sind fertig, die aber nicht raus sind, die ich nur ich persönlich habe und die auch gerne im Club weitergeben und so. Ja. Vor allem wie hier im Studio bei meinem Kollegen MP Beats aus Borken, ne? Ja. Und der macht auch geile Sachen, wir arbeiten auch gerne zusammen und basteln Sachen, auch für Künstler, und das ist auch so eine andere Schiene, wo man Bock drauf hat. Ja. So Bock, eigene Sachen zu kreieren, die du als DJ dann auch gerne auflegst. Ne? Ja, ja, ja. So, und wenn du einen DJ Snake hörst zum Beispiel, du legst seine Sachen gerne auf zum Beispiel, wo du dir denkst, ich mache auch was und ich lege das auch gerne auf. Ja, wäre cool, wenn andere DJs, deine Kollegen oder so, auch, oder DJs, die dich nicht kennen, aber diesen Song kennen zum Beispiel, den auch gerne auflegen wollen würden. Und also auf das konzentriere ich mich jetzt auch in Sachen Produzieren und so. Aber auch wie beim DJing war ich früher immer einer, ich bringe erst was raus oder gebe erst was in die Öffentlichkeit raus, wenn es wirklich 100% ist. Okay. Das war damals bei meinen Mixtapes so, früher immer angefangen, aber ich habe keinen Schrott rausgegeben. Ja. Das kann ich den DJs heutzutage auch mitgeben. Versuch nicht auf die Schnelle irgendwie einen Namen zu machen. Ja. Ne? Weil wenn du von Anfang an Qualität hast, dann bleibst du sofort im Gedächtnis. Ja. Weil wenn du jetzt tausend Sachen nur Schrott rausgibst und die tausend und eine Sache wird cool, ne, aber die Leute haben dich schlecht im Gedächtnis, dann wollen die das jetzt gar nicht mehr hören. Ja, okay. Ne? Deswegen von Anfang an nur geiles Zeug rausbringen. Ja, klar, Feedback kannst du von deinen Kollegen und dies und jenes, aber wirklich öffentlich würde ich nur coole Sachen rausbringen, weil man dich dann sofort im Gedächtnis hat. Ne? Ein Song, boah, der ballert, der nächste Song, ey, den muss ich auch auf jeden Fall haben. Sowas. Ja, oder das nächste Mixtape oder so. Ne? Ja. So war es schon immer bei mir in Sachen Mixtapes, und das wird auch bei der Produktion sein. Ich bringe wirklich erst was raus, wenn es wirklich 100% ist und geil ist, und danach immer nur coole Sachen. So, ne? Weil man will ja auch selber keinen Schrott spielen und rausbringen. Das stimmt. Ne? Ja, krass. Ey, ich glaube, wir sind am Ende. Ja, schade, aber okay. Jetzt erstmal, wir können Teil 2, Teil 3, können wir alles irgendwann nochmal machen. Wie da bin ich so offen. Der Vlog wird immer weitergehen erstmal. Ich bin offen. Noch habe ich Bock. Nein, läuft auf jeden Fall weiter. Machen wir Teil 2 oder so, entspannt. Ja. Aber wir können auch nicht jetzt 2 Stunden so Interview machen, weißt du? Also da irgendwann, wir können die Leute nicht mehr mit dir überstrapazieren. Ja, genau. Weil irgendwann habe ich auch die Ohren voll gesülzt. War auf jeden Fall, war auf jeden Fall nice. So, wir haben ein paar Sachen auch für Newcomer gemacht. Ein paar Tipps rausgehauen und so. Die Leute haben dich jetzt so ein bisschen kennengelernt, die ich noch nicht kenne. Ich meine, du bist ja schon sehr bekannt. Ja, es gibt und, auch viele, die mich noch nicht kennen. Ja, gut, aber du hast jetzt schon einige Zeit auch mitgemacht. Ja, deswegen, hat mich auch auf jeden Fall sehr gefreut. Danke, dass du hier warst bei uns im Studio. Wir packen auf jeden Fall noch deine ganzen Social-Media-Links in die Shownotes. Also für alle Leute, die Lil Quies abchecken wollen, so in den Shownotes sind die ganzen Links, Instagram, Facebook und so weiter. Und Leute, wenn ihr den Vlog feiert und die DJs feiert, so abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit unsere Community immer größer wird und so. Mit Glocke und... Genau, diesen ganzen Kram, muss auf jeden Fall alles anmachen. Alles draufklicken, wo es geht. Genau, und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche, zur nächsten Folge wieder. Macht's gut und haut rein. Peace. Danke dir, Bro. Danke dir, Bro. Bombe, Junge.